Wer könnte auch das sein? Hoi Martin. Hoi Lothar. Wir sind ja heute Abend hier im Gemeinsaal Muren. Du bist ja jetzt aktives Mitglied in der Projektgruppe Erweiterung Gemeindesaal. Was läuft in dieser Kommission so ganz grob? Es ist ein sehr grosses Projekt. Dort läuft im Moment sehr viel. Der Baubeginn ist ja gerade nach der Fasnacht 2019. Also bald, ja. Wenn ich gerade der Fasnacht da sein würde, ist vielleicht sogar das letzte Mal in dem Saal, so wie wir ihn so kennen. Es werden dort knapp 7 Millionen verbaut, parallel zum laufenden Schulbetrieb, und es ist sicher eine grosse Herausforderung. Im Moment ist gerade die Materialisierung vom Saal das Hauptthema dieser Kommission. Ja, ich denke in 4 Jahren, wenn du das wieder moderierst, schaust du schon so da führen. Aber dann stehen wir da und schauen zu. Genau, vielleicht sieht dann ja der Friede noch etwas zum Projekt. Okay. Selber. Jetzt, du hast auch noch eine andere Kommission, du bist Vorsitzender der Kommission Bevölkerungsschutz. Und wenn man Gemeinderatsprotokoll gelesen hat in der letzten Zeit, dann habt ihr die Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeugs gut geheissen. Mhm. Braucht es das wirklich? Ja, das bestehende Auto ist 1993 in Betrieb genommen worden. Und bis das neue kommt, ist es gerade fast 30 Jahre alt. Die laufenden Unterhaltskosten sind jährlich gestiegen von dem Auto. Und ich glaube, es war der Hauptgrund, warum der Gemeinsrat einstimmig die doch, ich glaube, über 620.000 Franken genehmigt hat. Ich bin schon der Meinung, dass die Feuerwehr gutes Material haben muss. Das habe ich bei uns hier im Grossbrand im Krummenacker selber miterlebt. Man ist halt schon froh, wenn man die Sirene hört im Ried, wo alle näher kommt. Und wenn sie dann aussteigt, also die Feuerwehr kommt mit Material, das tut und nicht einfach, wenn es nicht tut. Und darum, klar, ja, es braucht es.